Helene Fischer nach der Schwangerschaft, Einsamkeit und Verlassenheit. Für Helene ist es tragisch, dass ihr ein besonderer, privater Moment und die Macht über die eigene Geschichte genommen wurde. Und das nicht nur von der Presse, sondern von einer vertrauten Person, die ihr so wichtig war, dass sie als eine der wenigen von der Schwangerschaft wusste. Helene Fischer ist schwanger. Was eigentlich eine schöne Nachricht ist, wird überschattet von einem Betrug und diversen Medienberichten. Denn wie die Schlagersängerin auf Instagram offenbart hat, wollte sie die Neuigkeiten erstmal für sich behalten. Zum Schutz ihrer Privatsphäre und ihrer wachsenden Familie. Was ist passiert? Und so ist Fischers jüngster Instagram-Post keineswegs eine fröhliche Schwangerschaftsverkündung, geschweige denn freiwillig. Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht, schreibt sie auf ihrem Profil. Jetzt wird die Jagd auf uns wohl losgehen und deshalb bitte ich hier an dieser Stelle alle um Beachtung und Respekt vor unserer Privatsphäre, verrät sie resigniert. In ihrem Posting sah sich die Atemlos-Sängerin darüber hinaus dazu gezwungen, sich bei all jenen Menschen zu entschuldigen, vor denen sie die Nachricht geheim gehalten hatte. Ich habe euch und indirekt auch mich nur schützen wollen. Gerne hätte ich euch davon persönlich erzählt, sagt sie. Helene Fischer steht für Erfolg, große Hits und perfekt inszenierte Auftritte. Wofür die Sängerin aber nie stand, waren Einblicke in ihr Privatleben. Natürlich wusste jeder, dass sie lange Jahre mit Florian Silbereisen liiert war und trotzdem gewährte Helene Fischer auch in dieser Zeit kaum intime Einblicke in ihr damaliges Liebesglück. Die Trennung von Florian Silbereisen und der neue Freund Thomas Seitel wurden natürlich auch groß in der Öffentlichkeit breitgetreten, aber Helene Fischer ließ nur die Einblicke in ihr Privatleben zu, die nicht zu vermeiden waren. Und das ist ihr gutes Recht. Die Fans haben mit dem Kauf der Alben oder Tickets nicht den Freibrief erworben, persönliche Dinge aus dem Leben der Sängerin zu erfahren. Aber die Marke Helene Fischer verkauft sich gut. Die Boulevardmagazine verdienen gutes Geld mit der Königin des deutschen Schlagers. Und so kommt es seit Jahren zu teils erfundenen Geschichten, die Helene Fischer über sich lesen muss. Mit dem Status als Star ist diese Kehrseite des Ruhms natürlich unvermeidlich. Aber trotzdem muss sich Helene Fischer nicht alles gefallen lassen. In ihrem Statement formulierte sie die Angst, dass die Jagd jetzt wohl losgeht. Das sind Worte eines Menschen, der Angst hat, in dieser wichtigen Phase seines Lebens das letzte Stück Privatsphäre zu verlieren. Was denkst du über Helene Fischer nach der Schwangerschaft, Einsamkeit und Verlassenheit? Bitte unten kommentieren und nicht vergessen, Helene Fischer zu liken und zu abonnieren. Besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Promi-News zu verfolgen. Vielen Dank.